Guten Tag, Frau Groß. Mein Name ist Müller. Ich bin vom Finanzamt und ich sollte bei Ihnen die Steuern eintreiben. Die Steuern eintreiben bei mir? Na, dann kommen Sie mal rein. Wofür wollen Sie denn von mir Steuern haben? Normalerweise müsste ich noch was zurückbekommen. Sie schulden uns noch ein paar tausend Mark. Ich kann Ihnen genau sagen, wie viel. Mhm. Moment bitte. Das erzählen Sie mir mal. Sie sind ein bisschen in Verzug geraten. Wir haben Ihnen den Steuerbescheid schon geschickt. Und Sie schulden uns noch 1200 Mark. 1200 Mark? Ja. Ich schätze mal, dann werde ich Ihnen eine Gegenrechnung aufstellen. Weil meine Kleidung und meine Schuhe kann ich normalerweise unter Sonderausgaben steuerlich absetzen. Normalerweise habe ich vom Staat noch was zu bekommen. Weil so wie ich auf die Welt gekommen bin, muss ich zahlen, zahlen, zahlen. Und das nicht nur einmal am Tag. Da sind meine Steuern schon fünfmal abgegolten. Tja, das ist ein Problem jetzt, hä? Ja. Da müssten Sie mal mit meinem Vorgesetzten reden, aber... Er hat das da beim Steuerbescheid vergessen. Wahrscheinlich ist der Mann auch nur 1,65 groß und hat mit Problemen anderer Leute nichts am Hut. Das ist möglich, ja. Das kommt etwa hin, ja. 1,65 ist der. Ja gut, dann muss ich Ihre Füße mal messen und werde das meinem Vorgesetzten vorweisen. Und dann muss der Steuerbescheid geändert werden. Dann würde ich Sie mal bitten, Ihre Schuhe auszuziehen, damit ich Ihren Fußumriss zeichnen kann. Ach, so weit kommt das auch noch. Na gut. Tut mir wirklich leid, aber es geht einfach nicht anders. Können Sie mir mal helfen, bitte? Mach ich, ja. Das war schwer genug, die anzuziehen. Ich muss sie auch noch ausziehen. Ja, sind schon... Große Füße, ne? Das sollte eigentlich schon zum Abzug zugelassen werden. Also ich bekomme kein Paar meiner Schuhe unter 250 Mark. Und im normalen Leben, wo andere Leute sich für 50 Mark mal eben ein paar Schuhe kaufen, da kann ich blind dran vorbeigehen, weil da brauche ich gar nicht erst gucken. Also ich habe mir erlaubt, hier ein Blatt zu nehmen und einen Kugelschreiber. Gehört zwar Ihnen, aber... Ich habe jetzt da nichts mitgenommen, um das abzuzeichnen. Sie möchten jetzt meine Füße abzeichnen? Würde ich gerne Ihre Füße mal. Na gut. Den Fußumriss. Okay. Von meinem Vorgesetzten. Vielleicht nehmen Sie dann ein bisschen was drunter. Ja, genau. Geht einfach. Hm? Bitte. Aber Vorsicht, ich bin kitzelig. Mein Bestes. Ich muss da ein bisschen tiefer rein. Geht es? Mhm. Nicht, warum das Ihnen nicht gut geschrieben worden ist. Wobei ich muss sagen, die 1200 Mark, die sollte ich heute trotzdem bei Ihnen eintreiben, sonst muss ich alle Ihre Schuhe fänden. Sie möchten meine Schuhe fänden? Ja, weil Übergrößen sind natürlich schon gefragt und es geht einfach nicht anders. Und ich soll jetzt barfuß gehen? Müssen Sie sich halt ein neues Paar kaufen. Was fällt Ihnen eigentlich ein? Ja, es tut mir leid, ich kann ja nichts... Oh, also jetzt werde ich aber richtig. So. Und deinen ganzen Papierscheiß. Zu, dass du Land gewinnst. Kannst du auch draußen anziehen. Mich gefreut. So, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, es sei denn mit guten Nachrichten.